muss eben aufpassen, was man rumerzählt. So, dann schauen wir doch mal. Die Minecraft-Diawan haben wir hier erledigt. Aber wenn der eine Schürfer sagt, dass hier ein Heiltrank rumliegt, dann liegen hier vielleicht auch andere Sachen rum, die von anderen Schürfern zurückgelassen wurden. Oder von Wachen, die getötet worden sind. So, da geht's schon mal hoch. Was ist hier? Hier ist eine Sackgasse. Da geht's zurück zu den Templern. Na gut, also geht's nur da hoch. Oh, und da ist schon einer. Na komm her. Ja, also alleine sind die wirklich absolut kein Problem. Sie sterben schnell und eben gerade hat uns ja auch getroffen. Und trotzdem haben wir fast keinen Schaden bekommen, dank der neuen Rüstung. Oh, was haben wir da? Ein Ring? Liegt hier einfach so auf dem Boden rum. Was bist du denn für ein Ring? Schutz vor Feuer 3. Na gut. Oh, hier ist noch so ein tiefes Loch. Die Minecrawler scheinen ja nicht wirklich ein Problem damit zu haben, einfach eine Wand hochzurennen, aber wir schon. Und hier geht's hoch. Das könnte das Loch sein, wo wir vorhin vorstanden und nicht runterspringen wollten. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Weil das Loch hier ist ja noch steiler als das andere da oben. Aber vielleicht gibt es dazwischen hier irgendwas. Also wir könnten jetzt hochgehen, wieder in den anderen Bereich und da dann das Loch runterspringen und gucken, dass wir irgendwo zwischen dem Loch oben und dem Gebiet hier unten rauskommen. Aber das ist ziemlich vage. Vielleicht sollten wir hier bei den Templern nochmal schauen, vielleicht geht es irgendwo anders noch runter. Ist der Schmelzer und hier können wir weiter. Also hätten wir uns damals einfach nur weiter umgucken müssen, hätten wir auch ganz runter gehen können. Und dann wird das hier der zweite Nebengang sein, von dem der eine Butler sprach. Aber er hat auch nichts Neues zu erzählen. Na gut, dann schauen wir mal hier rein. Jede Menge Stege und das da wird der alte Stampfer sein. Und da sind gleich ein paar Minecrawler. Aber na gut. Die haben uns doch schon bemerkt. Schauen wir uns erstmal hier oben um. Aber wenn die Leiter da runterspringen, würden sie uns gleich anfallen. Aber hier scheinen nur jede Menge Pilze zu sein. Ja, nee, davon haben wir langsam wirklich genug. Zumal wir damit nicht wirklich was anfangen können. Nur Snuff braucht ein paar für seine Suppe und das war's dann auch. Vorsichtig, hier fehlen Teile. Ist ja gemeingefährlich. So, hier ist schon mal ein Heiltrank. Das könnte der Butler gemeint haben. Und eine Spitzhacke. Und ein Erzbrocken. Na gut, wir sind ja nicht wählerisch oder so. Schauen wir noch kurz hier hoch. Ah, das ist echt gemeingefährlich. Mit diesen abgebrochenen Stegen hier. Da werden wir auch nicht rüberkommen. Und da ist eh nichts. Also kürzen wir mal kurz hier ab. Hops. Dann müssten wir wieder zurück zu der Leiter. Das wird wohl der einzige Weg sein nach unten. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass die Minecrawler nicht zu stark zubeißen, bevor wir unsere Waffe ziehen können, sobald wir unten sind. Weil da einfach so runterhopsen ist doch ein Tick zu hoch. Ah gut, sie haben sich wieder aufgeteilt. So, komm her. So, wo ist der Rest von euch? Hier waren noch drei oder so. Der spielt mit dem Stampf herum. Und der dritte ist ganz weg. Komisches Ding. Ja, wir hätten mal einen Bogen mitnehmen sollen. Na gut, aber stören bitte uns da nicht. Den nehmen wir doch mit die Zange von seinem... Oh! Hinterhältig!
Und da ist auch der dritte. Ja, dich behalten wir jetzt schön im Auge, während wir unser Fleisch essen. Mann, Mann, Mann. Da denkt man, man ist geschützt vor denen und schon springen die einen von hinten an. Aber wenigstens müssen wir keine Heiltränke verbrauchen. Das Fleisch reicht ja vollkommen aus. Ja, unsere neue Rüstung macht sich doch bezahlt. Auch wenn sie nicht ganz so schick aussieht wie unsere alte. Aber das Aussehen ist ja relativ unwichtig. So, die Kräuter hier nehmen wir auch mal mit. Die findet man ja sonst recht selten. So, hier haben wir eine alte Maschine. Ein loses Zahnrad. Gut. Und noch mehr von diesen Kräutern. Gut. Dich behalten wir weiter im Auge. Du uns anscheinend auch. Ah, da bist du ja. Hast nur gewartet, bis wir unsere Deckung runternehmen. Hm? So. Boah, selbst mit einer Fackel sieht man hier recht wenig. Na gut, hier scheint es nicht weiterzugehen. Oder, oh, hier sind ganz viele Kräuter. Aber ja, entweder geht es hier nicht weiter oder ich habe irgendwas übersehen in der Dunkelheit. Hier geht es nämlich wieder zurück zu dem Schacht. Na gut, dann halt wieder Leiter hoch, zurück zum Hauptschacht und da weiter gucken. Vielleicht geht es bei der Schmelze ja noch eine weitere Abzweigung. Aber es kann ja nicht sein, dass der einzige Weg runter zu den Minecrawlern ist, indem man sich zu Tode stürzt. Obwohl so ein Seil, damit wäre es ja machbar, nur haben wir nirgendwo eins gesehen. Aber ja, schauen wir erstmal. Wenn uns diese Leiter denn hochlässt, so morsch wie sie ist. Können wir hier hoch? Nee. Na gut, noch ein Versuch. Schön, vorsichtig. Stufe für Stufe für... Ah. Na, kein Wunder in so einem Minenschacht, wo alles vermodert ist. Na komm. Okay, die rechte Leiter können wir schon vergessen. Die linke auch. Mist, wie kommen wir jetzt wieder raus? Da oben ist... Naja, das kann man alles vergessen. Da kommen wir nicht hin. Oh, wir können versuchen über die Plattform. Kommen wir da rüber? Ja, das ist ein Versuch wert. Na gut, also gehen wir da hier hinten die Leiter hoch. Auf die Plattform hier und versuchen dann rüber zu springen. Oh, müssen wir keine Leiter hoch. Wir müssen nur über diesen Abgrund rüber. Dann auf die Plattform und mit genügend Anlauf darauf springen. Ah! Uffala! Das war ja anstrengender als geplant. Also ja, wenn wir irgendwo mal ein Seil sehen sollten, am besten noch mit einem Enterhaken dran, dann wird er gekauft, egal ob der 1000 Erz kostet oder nicht. So, hier sind ein paar mehr Butler und Gardisten, was ja auch Sinn macht, denn hier unten ist der Schmelzer. Der Schmelzer? Also derjenige, der für das Schmelzen zuständig ist? Ein Ork? Ha. Huh. Was ich gerade sagen wollte, der für das Schmelzen zuständig ist, der müsste ja einen Riesenvorrat haben an Erz zum Tauschen. Den sollten wir mal suchen. Aber hier ist noch so ein Gorner irgendwas. Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Die Templer sind echt ein zähes Völkchen. Was hast du für einen grandiosen Tipp? Nicht getroffen werden? Ich suche das Nest der Minecrawler. Hier in der Mine gibt es viele Höhlen neben dem Hauptschacht, aber dort haben wir noch kein Nest gefunden. Der Schläfer erwache.
Ork hier ist echt irritierend. Aber scheint er kräftig genug zu sein, um den Mühlstein zu bewegen. So, hier haben wir Butler. Aber niemanden anscheinend, der dafür zuständig ist. Also für den Schmelzer selbst. Oder hast du hier das Sagen? Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst? Das klingt doch nach einem guten Tausch. Wir haben da ein paar Sachen im Angebot. Nämlich ganz viele Krallen. Flügel, Stacheln. Nein, das behalten wir. Eine Lurkerhaut. Die Zangen behalten wir auch. Die Fackeln auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. So, was haben wir noch? Wir haben diesen Feuerschutzring. Da holen wir uns einen besseren, wenn wir mal Feuerschutz brauchen. Das Botenamulett behalten wir auch. Ah, die Banditenrüstung. Aber die ist zu viel wert, so viel Erz hat er nicht. Dann verkaufen wir doch mal die Axt hier. Und noch Kleinkram. Spitzhacke behalten wir auch erstmal. Die Nagelkeule kann weg. Die Nagelkeule auch. So, ist zwar ein bisschen mehr, aber das passt schon. So, sauber. Mal ganz schön laut, das Ding. Na gut, neue Fackel in die Hand und dann schauen wir uns diesen Gang hier mal an. Obwohl das hier noch zu belebt aussieht, als wenn noch ein Ork. Wie viele haben die davon? Kannst du reden? Können vielleicht, aber wollen tut er nicht. Was ist da oben? Das sah wie ein riesiges Tor aus. Überall liegen Tonnen von Erz rum. Wow. Ja, ein riesiges Tor. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Na gut, das ist ja nicht wirklich ein Problem. Außer Ian hat rausgefunden, dass wir seine Liste gefälscht haben. Also müssen wir jetzt nur zurück ganz nach oben und mit Ian sprechen. Vorher könnten wir uns aber noch den anderen Schacht ansehen, auf der anderen Seite. Das sollten wir auch machen, wenn nämlich aus dem Tor oder die ganzen Minecrawler immer wieder rauskommen, wird da auf jeden Fall das Nest sein. Das heißt, hier auf der anderen Seite werden nur ein paar lose Kämpfer von denen sein. Und die sollten wir auch mitnehmen, sonst vergessen wir das später. Also schauen wir mal hier rein. Oh, jede Menge Tote. Ist ja auch sehr nett, dass sie einfach die Skelette liegen lassen. Komischer Bogen, Pfeile. Nehmen wir mit, falls sich mal wieder ein Minecrawler irgendwo verhängt. So, dich töten wir ganz direkt und sofort und überhaupt immer wieder. Templer das gesagt hat. Ja, nee, hat nicht unbedingt geklappt. Also jedenfalls nicht so schnell, wie der Templer es bestimmt gemeint hatte. Haben wir da oben?
ganz schön lange Leiter nach oben. Hoffentlich ist die nicht auch morsch. Das könnte übel enden. Und noch ein Toter. Oh, ein Ring. Was haben wir denn diesmal? Diesmal haben wir einen Ring der Gewandtheit. Und mehr Erz, das wir nicht abbauen können, wollen, dürfen. Also ja, jetzt müssen wir wieder runter und dann den ganzen Hauptschacht wieder hoch. Und hops. Ach, das war knapp. So, jetzt zurück zur Schmelze. Und wo war hier der Weg nach oben? Da nicht, oder? Kamen runter und haben gleich den Ork gesehen. Ah ne, doch da. Aber Ian könnte es ja ruhig weiter hier unten rumtreiben. Ich meine, hier ist ja eigentlich das Wichtige. Also die Schmelze. Ein Großteil der Arbeiter, ein Großteil der Wachen. Und die größte Gefahr, nämlich durch die Minecrawler. Aber nee, er sitzt ganz oben, wo er immer schön frische Luft schnuppern kann. Ja, wahrscheinlich muss das auch einfach, weil die Leute, die ihn sprechen wollen, sind wohl eher wichtige Leute, nicht solche wie wir. Also irgendwelche Schatten oder Gardisten aus dem alten Lager, die wissen wollen, wie es um die Mine steht. Die haben dann wohl nicht unbedingt immer Lust, ganz nach unten zu tappern, wie wir das jetzt gerade machen. War Ian überhaupt ganz oben? Nee, du warst Ian, ne? Ah, schön. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Wir haben eins gefunden. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Minecrawler. Geh mal zu Askan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Alles wird gut? Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Na, ob alles gut wird, wenn er ein Tor öffnet, das direkt zu dem Nest der Minecrawler führt? Aber gut. Speichern wir nochmal kurz ab. Nur für den Fall, dass nicht alles gut geht.